Sie hören den Senkrechtstarter-Podcast. Der Podcast für alle, die mit ihrem Business und mit ihrem Leben durchstarten wollen. Inspirierende Gespräche mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen und jede Menge konkrete Tipps und Tricks. Für die Shownotes und weitere Informationen besuchen Sie bitte heikohäusler.com/senkrechtstarter. Meine kostenlose Internet-Marketing-Toolbox mit dem PDF, 20 knackige E-Mail-Betreffs, dem Video »So funktioniert Internet-Marketing« und der Checkliste »Die perfekte Landingpage« erhalten Sie unter www.heikohäusler.com. Oder senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Senkrechtstarter und Ihre E-Mail-Adresse an die 71117. Und nun viel Spaß mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo, schönen guten Morgen, Herr Schäffer. Guten Morgen, Herr Häusler, hallo. Sie sind ja beim IMK dabei. Wir nehmen dieses Interview jetzt 4 Tage vor dem IMK auf, also letzten Termin noch. Wir wollten aber eben mal sprechen, weil Sie ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr spannendes und ein bisschen außergewöhnliches Thema haben. Und wir wollten den Teilnehmern so ein bisschen eine Einordnung geben. Aber fangen Sie vielleicht erstmal mit der üblichen Frage an. Wer sind Sie so und was machen Sie so? Sehr gerne. Mein Name ist Daniel Schäfer. Ich bin hauptberuflich Unternehmensberater mit dem Spezialgebiet der Finanzierung, der Businessplanentwicklung und auch der strategischen Beratung. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre Berufung umzusetzen, wenn sie Gründer sind oder wenn sie bereits ein Bestandsunternehmen haben, dann auch zu wachsen. Mhm. Vermittle dann zu Banken, zu Investoren. Also alles, was ein Gründer dann braucht, um vernünftig zu starten. Was ist der typische Gründer so? Ist das dann der 20-jährige Startup-Gründer? Ist das querbeet? Was ist so ein typischer Kunde oder Gründer bei Ihnen? Also wie querbeet ist tatsächlich, ich habe einen 18-jährigen Abiturienten, der seinen Ebay-Shop aufbaut und Pakete gepackt hat, bis zum 70-jährigen, der sagt, ich komme aus einer Scheidung und muss nach 3 erfolgreichen Gaststätten in München mit Italien dann nochmal neu starten. Okay. Aber schwerpunktmäßig haben wir tatsächlich Gründer oder Gründerteams, die schon auch praktische Erfahrungen haben, die ganz genau wissen, was sie wollen und dann einen Kapitalbedarf haben, irgendwas zwischen 30.000 und 300.000 Euro und dann auch ein vernünftiges Business starten. Häufig auch und immer mehr auch im Internet. Es gibt auch viele Portale, viele Channeling-Lösungen, also Möglichkeiten dort übers Internet auch gleich überregional tätig zu werden. Also das ist ein ganz deutlicher Trend, den wir zu verzeichnen haben. Und das sind jetzt dann in Ihrem Fall Fördermittel, also keine Investitionen, sondern Fördermittel? Das ist eine Mischgeschichte oder wie ist das strukturell aufgesetzt? Also grundsätzlich ist jede Gründung einzigartig. Das bedeutet auch, der Kapital- oder der Finanzierungsmix ist dann vielfältig. Das können Banken sein, das können Fördermittel sein. Das sind aber auch Investoren, das heißt tatsächlich Menschen, die sagen, ich habe zu viel Geld unterm Kopfkissen, ich kann nicht mehr waagerecht schlafen und will das über Finanz irgendwie gesund investieren in Firmen, in Beteiligung. Und häufig sind es auch Investoren, die sagen, mir ist langweilig, ich habe jetzt das Geld, ich möchte noch nach vielen Jahren Tätigkeit im Management mich noch in einer Firma beteiligen, eine eigene Firma mitgestalten und die bringen nicht nur das Geld, sondern auch Know-how mit. Also dann Beratung, Coaching, Begleitung und so weiter. Genau. Investoren, so Richtung Business Angel, könnte man das sehen. Also Menschen, die auch sagen, ich will aktiv auch mitgestalten. Andere wiederum wollen aber nur eine bessere Geldanlage als auf dem Sparbuch mit 25%. Ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt gerade in der heutigen Zeit zunehmend ein Thema, wie man sein Geld entsprechend vermehrt. Nun ist das aber nicht das Schwerpunktthema beim IMK, sondern Sie haben mich ja ein bisschen gekriegt mit einem sehr ungewöhnlichen Konzept, was Sie dort uns erzählen wollen. Vielleicht sagen Sie dazu mal ein bisschen was da so die Grundidee ist. Und worum es da geht. Ja, also auch bei mir ist es so wie bei vielen, dass sie nicht das beruflich ausüben oder in ihrer Berufung gefunden haben, was sie ursprünglich gelernt haben. Mhm. Ich habe auch ein erstes Leben gehabt beruflich. Das war bei der Bundeswehr, das war im Sicherheitsdienst, das war auch bei der Kriminalpolizei. Und dort war mein Thema einfach Sicherheit. Das war mit Teams gemeinsam Aufträge zu erfüllen. Und durch die veränderte Lage ist es so, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe, ob ich nicht jetzt in meiner Freizeit am Wochenende abends Kurse geben könnte, Menschen dabei helfen könnte, sich ein bisschen mehr sozusagen auf Krisen vorzubereiten. Das war sozusagen in den letzten 2 Jahren das Thema. Mhm. Und dann kam jetzt vermehrt auch der Selbstschutzgedanke dazu. So haben wir also bei uns dann auch eine Lösung entwickelt, den Menschen dabei zu helfen, in Camps sowas zu trainieren, also das Überleben in der Wildnis. Okay. Das, genau.
Dazu den Hintergründen. Also Krisenvorbereitung heißt im Prinzip Worst Case, Weltwirtschaft bricht zusammen und alle Prozesse, wie wir sie so kennen, brechen auch zusammen und es gibt kein Essen mehr im Supermarkt. Und was mache ich dann? Oder verstehe ich das richtig? Genau. Mhm. Das kann also jetzt eine menschlich bedingte Krise sein, also anschlagbedingt. Das wird ja immer wahrscheinlicher. Gerade vor zwei Tagen wieder eine neue Meldung raus, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass die nächsten Anschläge also gefechtsmäßig sind, also großen Stil organisiert. Mhm. Nicht nur so klein, wie wir es bisher kennen. Das ist also eine Möglichkeit. Das andere ist Stromausfall. Das kann sein, jetzt der Hurricane, hier dieser Blizzard darüber zieht. Das kann Sonnenstürme sein. Mhm. Es gibt also ganz unterschiedliche Themen, die zu einer Krise führen können. Mhm. Und Sie bringen den Leuten im Prinzip dann bei, wie sie sich in so einer Krise verhalten letzten Endes. Genau, also wir haben letztlich drei Ansatzpunkte und da ist auch sozusagen der Transfer in die Wirtschaft relevant. Mhm. Wir haben natürlich den Ansatzpunkt, den Menschen beizubringen, welche Fähigkeiten dazu gehören. Es gibt also sieben grundlegende Fähigkeiten, die Menschen dort brauchen, um in der Krise zu überleben. Das ist, wo ich mehrere Monate bei der Bundeswehr als Einzelkämpfer auch ausgebildet worden bin. Das vermitteln wir, aber das ist nur ein Punkt von dreien. Und was wären das für sieben, wenn Sie die mal kurz aufzählen? Das sind sieben sehr interessante Punkte, die ich jedem empfehlen würde, die dann am Sonntag auf dem Podcast erfahren sind. Okay, machen Sie mal zwei davon wenigstens. Ja, zum Beispiel, ein wichtiger Vorteil ist es, zu wissen, wie kann ich in jedem Punkt der Welt mehr Flüssigkeit aufnehmen. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht nur Wasser aus Wand im Himmel, sondern Wasser aus verschiedenen Quellen, aus der Luft, aus Eigenurin oder aus fließenden Gewässer oder stehenden Gewässer. Trinkbares Wasser zu machen. Das ist eine Fähigkeit oder das andere ist, sich Kohlenhydrate, Kalorien sozusagen zuführen, also aus Notnahrung, tierischer, pflanzlicher Notnahrung und wie einige Fußballmannschaften, die in den Anden abgestürzt sind, also auf andere Weise im schlimmsten Fall dann Nahrung verschaffen. Also da gibt es ganz verschiedene Szenarien. Okay. Die nicht alle durch, aber einmal. Okay. Das ist gut zu hören, dass nicht alle durchgespielt werden. Also im Prinzip so die Sachen, an die man zuerst denkt, natürlich Nahrung, Wasser, Unterkunft und so weiter und dann wahrscheinlich noch ein paar weitere, weil sonst kommen wir nicht auf sieben, nehme ich an. Genau, richtig. Das ist also ein Aspekt sozusagen. Und was sind dann die anderen Aspekte? Die beiden anderen Aspekte ist die eigene Persönlichkeit, also die mentale Stärke, die mentale Vorbereitung. Mhm. Es ist also so, dass im Überleben entscheidet, wie gut komme ich mit mir selbst im Stress klar, wie widerstandsfähig bin ich, wie kann ich vermeiden, so wie ein verstörtes Reh in die Scheinwerfer auf der Autobahn reinzugucken und zu erstarren, sondern wie kann ich einfach handlungsfähig bleiben. Und diese Handlungsfähigkeit, diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit trainieren wir natürlich auch. Mhm. Das heißt, wir bringen den Teilnehmern bei, dort mit Stress umzugehen und Krisensituationen vorzubereiten. Und das wäre natürlich dann auch ein Thema, was nicht nur in der Wildnis, in Anführungsstrichen, sondern im täglichen Leben eben entscheidend ist. Resilienz eben dieses im Stress funktionieren oder Stress vielleicht auch mit Stress umgehen können, diese Themengebiete dann letzten Endes. Genau, so wurden wir also als im Spezialkommando damals ausgebildet, dass wir in der Lage sind, in der größten Stressreaktion trotzdem einerseits führungsfähig zu bleiben, andererseits auch führbar zu bleiben. Und das sind einige Methoden, die ich dann im Vortrag dann auch vermitteln werde, darstellen werde und die wir unseren Camps dann auch trainieren. Das ist dann der zweite Punkt, die mentale Stärke. Können Sie uns dazu vielleicht ein paar Tipps, ohne jetzt zu sehr vorzugreifen, geben, was sind so... Sie haben ja eben dieses Szenario beschrieben hier, das Reh vom Scheinwerferlicht, also dieses Erstarren vor der Situation. Das gibt es ja nicht nur in akuten Situationen, sondern auch, wenn man längerfristigen Stress und Druck hat, dass man nichts zustande bringt sozusagen. Genau. Mhm. Das passiert vielen, gerade die sehr kognitiv sich Wissen in ihr Gehirn importieren und glauben, dass sie dann mit Doktortitel handlungsfähiger sind, die dann in diesen Stresssituationen erfahren, dass sie trotzdem erstarren. Und weil sie das nicht gemacht haben, was Soldaten oder Feuerwehrleute tun, sie sorgen nicht dafür durch ein mehrmaliges Durchspielen potenzieller Stressreaktionen. Mhm. Das muss nicht mal real, sondern kann auch mental sein, also sich durch visuelle Vorstellungskraft der Sache auszusetzen, dass sie dann, wenn sie in die Situation kommen, das Gehirn sagt, hey, das kenne ich, da bin ich schon mal durchgelaufen, sodass dann das Wissen auch ein tatsächlicher Bestandteil des Charakters oder des Routineverhaltens wird und dann sofort auch handeln kann. Okay, also dass man die Situation durchspielt. Da gibt es ja zum Beispiel im Stoizismus gibt es da ja Anleitungen sozusagen, dass man das Worst-Case-Szenario nach dem Motto, ich habe nur das Minimale zu essen, mal durchspielt einmal im Monat und merkt,
so schlimm ist es auch nicht, sozusagen. Also ich lebe weiter. Da gibt es ja viele, viele Ansätze in diese Richtung. Mhm. Was ist das dann das dritte große Thema? Das dritte große Thema sind Soft Skills, also sogenannten weichen Fähigkeiten, die man braucht, wenn man in einer Krisensituation versprengt ist, wenn man dort vielleicht 1, 2, 3, 5 Leute einsammelt. Das war so Grundausbildung, also bei mir auch eine Einzelkämpferausbildung. Da hat man einen Koch, da hat man Sanitäter, da hat man jemand von der Artillerie, die noch nie zusammen gelebt oder gearbeitet haben. Und aus dieser Gruppe dann in kürzester Zeit ein schlagkräftiges Team zu formen, das dann auch durch diese Teamentwicklungsphasen durchzubringen, um dann das Überleben der Gruppe sicherzustellen. Das sind also Führungsfähigkeiten, das sind Teamformungsfähigkeiten, also besonders der Soft Skills, die sich auf Kommunikation hinstrecken, Konfliktlösung, gewaltfreie Kommunikation, also alles, was wir so in der Kommunikations- und Führungsausbildung so kennen. Und das wäre jetzt auch wieder ein Thema, wo eben man sagen kann, das ist sowohl in der Wildnis, in der Extremsituation, als natürlich auch im täglichen Leben in der Firma relevante Fähigkeit. Da gibt es ja viele Situationen, ob es jetzt so ist, dass das Unternehmen im Wachstum ist beispielsweise, und viel Personal eingestellt wird, die Führungskräfte noch lange nicht eingearbeitet sind, wo dann natürlich zumindest der Kapitän des Schiffs, also der Unternehmer, in der Lage sein muss zu erkennen, okay, wer ist Führungskraft, wie sieht das Team aus, wer muss rein, wer muss raus, wer kriegt welche Aufgabe, wie finde ich im Team dann auch mit dem Team gemeinsam Entscheidungen, also alles, was sozusagen im Alltag des Unternehmens stattfindet, trainieren wir in einer Laborsituation, Business Survival Camp. Verstehe. Nun hatten wir uns ja ursprünglich kennengelernt, als wir Ihnen dabei geholfen hatten, für ein anderes Projekt, was Sie haben, nämlich diese Birkmann-Tests, die Prozesse zu automatisieren. Wie spielt das jetzt da wieder rein? Das ist ja auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt, der da vielleicht Anknüpfungspunkte hat. Ja, der Birkmann-Test wurde tatsächlich auch ursprünglich für die Armee entwickelt, um Menschen in Krisensituationen, also Piloten insbesondere, dabei zu unterstützen, sich selbst vorher schon vor dem Stress kennenzulernen, wie sie im Stress reagieren. Das heißt, es wurde eine Analysemethode damals entwickelt in den 50er Jahren, um Menschen schwarz auf weiß sichtbar zu machen, wer sie sind im Normalverhalten und wer sie sind im Stressverhalten, was sie brauchen, damit sie möglichst nicht im Stress kommen und was sie brauchen, um aus dem Stress wieder ins Normalverhalten zurückzukommen. Diese Methode wurde in den letzten 60 Jahren weiterentwickelt und daraus entstanden ist eine Möglichkeit, ein Potenzialhandbuch für sich ausdrucken zu lassen. Und da steht dann genau drin, wer man ist und wie man im Stress ist und was man braucht. Und das bieten wir natürlich den Teilnehmern an, neben jetzt der praktischen Erfahrung und dem Feedback vom Trainer und der Gruppe und aus der Wildnis auch so ein Handbuch für sich selbst erstellen zu lassen, um das dann auch mal in der Laborsituation Survival Business Camp dann auch auszuprobieren und anzuwenden. Erzählen Sie vielleicht noch ein bisschen darüber, was dieser Birkmann-Test ist, wie der funktioniert und was da konkret rauskommt, was man sich da vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Ja, sehr gerne. Das heißt also, der Teilnehmer kriegt einen Link nach Hause geschickt, wo dann 30 Minuten lang Fragen beantwortet, relativ einfache Fragen. Und dann gibt es die Möglichkeit, ein Handbuch zwischen 100 und 150 Seiten zu sich selbst bekommen, einen Einzeltest oder wer jetzt eine Ehe hat, einen Paartest oder wer in einem Team zusammenarbeitet, mit einem Team eine Teamauswertung zu machen. Dort kriegt er dann schwarz auf weiß seine beruflichen Stärken, seine Interessensfelder, seinen Führungsstil, seinen Arbeitsstil, Lernstil und dann aber auch seine Bedürfnisse und ein Anti-Stress-Handbuch ausgedruckt und kann damit, also ich arbeite seit 2007 an meinem Potenzialhandbuch jeden Tag, wenn ich mir da Zeit nehme, auch immer noch weiter. Das heißt, man kriegt ein Handbuch dann auch für die Zukunft sein Leben besser und stressfreier zu gestalten. Das heißt, man lernt im Prinzip seine Persönlichkeit kennen auf eine gewisse Art und Weise und lernt vielleicht auch seine Schwächen kennen und damit dann eben auch zu arbeiten und die Stärken, mit den Stärken zu arbeiten und so weiter. Das richtig verstanden, oder? Genau. Ich lerne etwas für mich kennen. Ich lerne aber auch etwas kennen, wo ich Ergänzung brauche, also welches Team ich herumbaue als Unternehmer. Und ich habe auch Möglichkeiten mit meinen Geschäftspartnern, insbesondere wenn ich da regelmäßige Konfliktpunkte habe, denen die Möglichkeit zu geben, ein Blatt hinzulegen, sag, guck mal hier, das so ticke ich. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, ist freiwillig, aber dann bitte achte auf die und die treten, dass du da nicht drauf trittst, wie es bisher vielleicht passiert ist. Das heißt, wenn dieser Knopf gedrückt wird sozusagen, dann gehe ich an die Decke. Und wenn der andere das weiß, dann kann er damit ein Stück weit umgehen. Wäre so eine einfache Anwendung sozusagen.
Genau, ich habe einen Geschäftspartner, der ist von dem Persönlichkeitstyp fast genauso gestrickt wie ich. Wir beide würden uns, wenn wir das nicht wissen würden, dieses Potenzialhandbuch nicht hätten, würden wir uns regelmäßig stressen bis zur Eskalation und zum großen Crash. Und wir beide haben den Birkmann-Test gemacht, wir beide haben gegenseitig den ausgetauscht und wir wissen also sehr gut, was wir tun sollten und was besser nicht. Okay, also das wäre quasi im Umgang. Und das andere ist natürlich, dass wahrscheinlich ein Team bestimmte Dinge abdecken sollte, die ein Mensch alleine gar nicht abdecken kann, logischerweise. Also vereinfacht, das gibt von mir aus den Visionär und den Umsetzer sozusagen und man bräuchte beide sozusagen. Mit solchen. Genau, man bräuchte den Visionär, den Umsetzer, man braucht aber auch den, der die Qualität sichert und man braucht auch den, der andere sowohl innerhalb der Firma überzeugt, als aber auch die Kunden überzeugt. Also der Kommunikator dann sozusagen. Genau. Zum Beispiel, genau. Okay. Das heißt also, ich kann jetzt, wenn ich eine Firma habe, ein kleines Team, sieben Leute von mir, 5, 6, 7 Leute, dann könnte ich gucken, okay, wir sind so und so aufgestellt. Oftmals stellen Leute ja auch Menschen nach Sympathie ein, weil sie eben sympathisch sind und das ist vielleicht dann auch nicht ausreichend sozusagen, weil man vielleicht zu viele ähnliche Persönlichkeiten einstellt dann. Genau, mir ist am Anfang so passiert, ich habe die Leute eingestellt, die mir sympathisch waren, habe ich meine Stärken verdoppelt und die Aufgaben liegen blieben auch verdoppelt. Ja. Und heute weiß ich also dank Birkmann-Test, dass ich eher die einstellen sollte, die mir eigentlich unsympathisch sind, weil sie genau die Fähigkeiten und Interessen mitbringen, die ich nicht habe. Und so nach fast 10 Jahren kann ich also eine Teamauswertung mit einem Firmenteam oder einer Organisation machen, ohne dass ich die Leute kenne und kann auch dann der Führungskraft sagen, welche Leute sind von den Stärken her nicht überflüssig, aber doppelt da und welche braucht er dringend, damit das Team auch ganzheitlich und nachhaltig auch arbeiten kann. Das heißt, bei Ihnen wäre dieser Birkmann-Test auch Teil des Recruiting-Prozesses sozusagen, dass jemand, bevor er ins Team kommt, diesen Test macht. Genau, das ist also eine ganz wesentliche Voraussetzung. Heute bin ich jetzt so über mehrere hundert Tests, die ich gemacht habe, in der Lage schon im Dialog durch Techniken herauszufinden, was die Interessen sind, Bedürfnisse anderen. Aber das kann man natürlich ganz genau festmachen, so einen Test. Und gerade in der Führungskräfteauswahl, wenn man Geschäftsführerpositionen besetzt oder auch in anderen, wo es dann sehr teuer werden kann, eine Fehlbesetzung durchgeführt zu haben, ist das ein super Tool, das vorher oder während des Einstellungsprozesses oder zumindest in der Probephase das einzusetzen. Ja. Ich meine, Fehlbesetzungen sind ja immer teuer sozusagen. Selbst ein Praktikant ist ja letzten Endes teuer, weil er Zeit kostet von mir aus und weil er vielleicht auch Schaden anrichtet. Also ich glaube, das ist für jede Firma das wichtigste oder vielleicht sogar das wichtigste Thema, die richtigen Leute an Bord zu kriegen, ja. Um eben dort dann Kosten zu vermeiden, die immer auftreten, egal ob es jetzt Kosten sind im Sinne von, der verdient im Monat 20.000 Euro oder Kosten sind im Sinne von, der schreit meine Kunden an, sozusagen. Ja. Ja, okay. Gut, also das ist quasi das Spannungsfeld, in dem das Ganze dann stattfindet. Wir haben zum einen dieses Wildnistraining, aber eben auch mit dem Rückgriff auf dieses Birkmann-Thema. Und da bieten Sie dann eine Art Workshop in der Wildnis, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist tatsächlich eine Lage. Das heißt, die Teilnehmer, sobald das Training beginnt, sind sie sofort eine Lage versetzt, wie die Realität auch in der Krise vorkommen kann. Und wir achten als Trainer dann genau darauf, dass die Leute sich selbst besser kennen, dass sie in Führungsrollen reinkommen und in der Lage dann auch agieren. Das heißt, für die ist das kein Training oder Workshop mehr. Die leben dann 36 Stunden dieser Lage, sind dann auch in Bewegung im Gelände, in der Wildnis und werden dann die diversen Aufgaben und aber auch die Lernziele dann Stück für Stück erreichen. Das Ganze endet dann auf einem Test. Und wir machen zwischendurch den Transfer immer wieder in die Betriebswirtschaft. Das heißt, ich bin ja auch Unternehmensberater seit 2002 tätig und als Trainer. Das heißt, wir ziehen den Transfer dann auch immer in die Firmen und die Unternehmensentwicklung und Firmenführung. Also ich muss mir das mal ein bisschen bildlich vorstellen. Das heißt, 10 Leute werden an Ort X gefahren, zusammen mit Ihnen und noch einem Coach von mir aus. Und dann heißt es, okay, das ist die Situation und dann gucken Sie, was die Leute so machen oder wie läuft das? Genau, wir haben einen Treffpunkt und dort bin ich dann mit Co-Trainern, also wir sind ein ganzes Team, weil wir auch ein bisschen Ausrüstung haben, wir auch ein bisschen Geländehindernisse überqueren. Die Leute lernen auch mit bestimmten Notfallsituationen umgehen, also auch
zum Beispiel, wenn sie einen Bogen oder eine Waffe finden, damit umzugehen und sich da Nahrung zu beschaffen. Also ganz unterschiedliche Szenarien, die dann konfrontiert werden, aber alles eingebettet in der Situation, dass eine Krise, ein GAU ausgelöst worden ist, beispielsweise die Wasser sind vergiftet oder Stromausfall oder biologischer Angriff. Also gibt es ganz verschiedene Dinge, die wir jedes Mal auch ändern. Und dann übernimmt einer die Gruppe und dann haben sie eine Ausgangssituation, in der sie schon entscheiden dürfen, welche Ressourcen nehmen sie aus der Ausgangssituation mit. Und dann kriegen sie einen Zielpunkt, eine erste Etappe und marschieren los und der Rest entwickelt sich dann. Also das ist dann wirklich quasi, Wildnis ist wahrscheinlich in Deutschland ein relativer Begriff, aber schon unter freiem Himmel, Wald und dann eben, sagen 36 Stunden, das heißt eine Übernachtung ist dann auch mit inklusive. Ich nehme an, es gibt kein 4-5-Sterne-Hotel, ist da nicht eingeplant, oder? Wir haben alles, wir haben fließendes Wasser, wir haben also weiche Moosbetten, für alles gesorgt. Fische schwimmen auch überall, daher mehr Gänge-Menü ist auch immer. Okay, und wenn man die Fische nicht fängt, dann gibt es nichts zu essen, oder? Im Großen und Ganzen. Das ist dann auch noch sozusagen was für Schlankheit sozusagen, kostenlosen Abnehmen und Gewichtsverlustkurs. Okay, sehr interessant. Okay, und im Zuge von dieser Erfahrung, nenne ich es jetzt mal, die es für viele wahrscheinlich ja auch ist, weil ich denke, das ist für viele natürlich ein sehr ungewohntes Szenario, was, glaube ich, jedem gut tut, Dinge gelegentlich zu tun, die nicht so gewohnt sind. Da bauen Sie aber eben dann auch ein Coaching. Ist das dann eine Art Workshop oder wie läuft das dann in der Praxis wiederum ab? Also in der Praxis gibt es einmal die ständigen Reflexionen und Evaluationen und die Transferpausen, die wir einbauen, damit der nicht jetzt nur in der Wildnis trainiert, sondern dass auch sichergestellt ist, aha, die Erkenntnis kann ich ja zu Hause bei meiner Frau oder in der Firma mit meinem Mitarbeiter oder meinem Geschäftspartner oder mir selbst gegenüber, wenn es um Selbstmanagement und Motivationsmanagement geht. Also diese Transfer und Evaluation, das machen wir ständig. Das heißt, man sieht wahrscheinlich relativ schnell in so einer Extremsituation in Anführungsstrichen, dass Leute in bestimmte Muster fallen wahrscheinlich und dann kann man das zurückgeben, sich darauf aufmerksam machen und dann kann man daraus entsprechend lernen. Oder? Mit dem großen Vorteil, dass die emotional und auch vom Kontext her in der Situation drin sind und gerade auch mitbekommen haben, wie es ist, wenn man als Führungskraft einfach mal einen Mitarbeiter opfert und stehen lässt und wie sich dann diese Person dann auch fühlt. Also das ist auch ein sehr emotionaler Prozess, der dann für die Nachhaltigkeit und die langfristige Integration im Normalverhalten dann auch unserer Erfahrung nach wesentlich erfolgreicher ist, als das kognitiv nur zu behandeln. Ja. Naja, also was denke ich garantiert ist, dass das eine Erfahrung ist, die man so schnell nicht vergisst. Wahrscheinlich anders als der 30. Workshop, an dem man teilnimmt, wo man im Hotel zwei Tage sitzt und sich beriesen lässt, in Anführungsstrichen. Ich denke, das ist wirklich etwas, was auf jeden Fall hängen bleibt in irgendeiner Form. Genau, die Teilnehmer sind in der Regel auch befreit im Anschluss von hemmenden Glaubenssätzen. Okay. Ob es jetzt ist, ich kann kein Feuer machen ohne Streichhölzer oder so, das lernen die bei uns auch, aber vor allen Dingen auch von Ängsten. Also sozialen Ängsten, von Ängsten gegenüber Kontext, also Dunkelheit, Höhe, was auch immer. Und wir stellen auch sicher an dem Workshop, dass dann also auch in der Methode Coaching auch Einzelgespräche stattfinden und auch dieses Birkmann-Handbuch auch nochmal in Einzelsitzungen individuell auch nochmal nachbearbeiten. Sehr spannend. Also ich werde auch dabei sein bei einem dieser Termine, das habe ich schon gesagt, das ist Teil unserer Vereinbarung sozusagen, ich freue mich auch drauf und bin auch sehr gespannt, was da so passiert. Gut, dann lassen wir uns hier mal den Break machen und nochmal zurückgehen zu zwei, drei etwas allgemeineren Fragen. Als Gründercoach können Sie uns mal so die drei wichtigsten Tipps geben, die Sie Gründern geben würden? Was ist so Ihre Top 3? Wenn sich das verallgemeinern lässt. Das lässt sich im Großen und Ganzen. Also ich habe ja nicht nur Gründer, ich habe ja auch Bestandsunternehmen, die ein Wachstumsvorhaben auch finanzieren. Also Grundregel Nummer 1 ist immer, halte deine Schufa frei. Das ist ärgerlich, wenn da eine Kleinigkeit dann drinsteht und dann der Traum eines Unternehmens mit daran platzt, weil irgendwo in einem Zeugnis oder was drinsteht. Also das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, was vielen passiert, die essen ihr Saatgut auf, sprich also die haben im Frühjahr nichts, was sie auf das Feld ausbringen können, um die Ernte dann auch reinzubringen. Was meine ich damit konkret?
Man kann als Gründer bis zu 10 Millionen Fördermittel beantragen, das ist gar kein Problem, nur sieht die Bank ganz gerne Eigenkapital. Mhm. Und das ist, da will ich einfach zu ermutigen, das Geld da einmal auch sparsam zu sein, um dann, auch wenn sie nur 15, 15 oder 20% Eigenkapital bringen müssen, mhm, ein bisschen was, das sieht die Bank immer ganz gerne. Es gibt ganz wenig Banken, die sagen, also wir fördern einen Gründer, der 0% Eigenkapital hat. Mhm. Und das Größenordnung 15-20% haben Sie gesagt, wäre das, was man aufbringen sollte, idealerweise, aufbringen sollen könnte. Genau, wer 100.000 braucht, macht sich 15.000 entweder spart oder sich Investoren reinholt oder mhm, ein Gründerteam dann zumindest startet, wo andere das Geld mitbringen. Mhm. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das ist alter Unternehmensberater-Grundsatz, die teuerste Information ist immer die, die man nicht hat. Mhm. Ich habe viele Gründer hier oder Unternehmer bei mir sitzen gehabt, die zu früh irgendeine Entscheidung getroffen haben, bevor sie sich da Expertenrat geholt haben, die beispielsweise schon angefangen haben zu investieren oder die schon irgendeinen Vertrag unterschrieben haben und dann erst zu mir kamen. Hm. Da ist es manchmal so, dass ich sagen muss, das ist zu spät, da kann ich nicht mehr helfen, der Zug ist abgefahren. Von daher einfach sich vorher mit Experten zusammensetzen. Auch wir bieten da kostenfreie Erstgespräche an, um dann einfach mal vorher zu wissen, wie sieht meine Strategie aus. Und das gerade nehme ich auch mit aus meiner Einzelkämpferausbildung. Da hat mein Ausbilder mal gesagt, Herr Schäfer, Sie steigen mir nicht in den Hubschrauber, bevor Sie nicht nur den Plan fertig haben, sondern bevor Sie den Plan fertig als Film auf Ihrer inneren Leinwand abspielen können, und zwar von einer Richtung in die andere, hin und zurück. Und wenn das fertig ist, dann starten Sie erst Ihren Einsatz. Und so, das empfehle ich auch Gründern das oder Unternehmern. Das wäre also das Thema Strategie sozusagen, wirklich die Szenarien durchspielen und sich eben dann an Stellen, wo man selber nicht weiter weiß, dann entsprechende Beratung dann reinholen sozusagen. Genau, also diese Strategie nicht nur niederzuschreiben oder eine ungefähre Idee zu haben, sondern das so lange zu durchdenken, dass es sozusagen als Vorstellungskraft ganz klar vor dem geistigen Auge ist. Und da helfen natürlich Berater, steht ja schon in alten Büchern drin, mit guten Beratern gelingen die Pläne und das empfehlen wir dann auch. Zumal es ja Fördermittel gibt, die dann diese Beratung noch bezuschussen. Das heißt, man kann sich dann die Beratung sozusagen extra bezahlen lassen oder die wird dann komplett abgedeckt im Zuge von so einer Förderung sowieso. Ja, bis zu 80%. Okay, bis zu 80%. Verstehe. Und was die Strategie angeht, nehme ich an, nicht nur das Wunschszenario, sondern auch mögliche Worst Case oder Optionen, die auch passieren könnten, wahrscheinlich. Das sagt die Pilotenregel, also was schief gehen kann, geht schief. Und gut ist, wenn man nicht nur hinten falsch rum hat, sondern vorne auch. Falls der hintere nicht aufgeht, gibt es den vorne noch. Mhm. Also da kann man sich vorbereiten, ja. Okay, alles klar. Gut, wir haben ja jetzt im Prinzip die abschließende Frage, nämlich was Sie beim IMK uns erzählen, schon weitgehend beantwortet. Aber vielleicht fassen Sie das nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen zusammen. Was können die Teilnehmer von Ihrem Vortrag erwarten? Was können sie dort lernen? Sie können primär natürlich wissen für sich selbst, was in Krisensituationen so die 7 wichtigsten Kategorien oder Prinzipien sind. Mhm. Und Krisensituation ist jetzt grundsätzlich gemeint auch, weiß ich nicht, in der Firma eine Krise, persönliche Krisen und Ähnliches. Genau, ich werde also den Brückenschlag zwischen der Wildnis und der Wirtschaft erziehen, weil die Unterschiede sind gar nicht so anders, denn es gibt in beiden Kontexten gibt es Gesetzmäßigkeiten und schlau ist, wer die kennt und sich danach richtet. Mhm. Okay. So, man hat immer mit Menschen zu tun, in aller Regel, und ob die in der Wildnis sind oder in der Zivilisation, ist wahrscheinlich dann, bleiben Menschen. Wir haben mit Menschen zu tun und wir haben es mit Gesetzmäßigkeiten zu tun. Da gibt es das Saat und Ernte, Gesetz, Ursache, Wirkung, Gesetz der Anziehung. Also gibt es viele Gesetzmäßigkeiten. Und die können dann unsere Teilnehmer im Survival Camp trainieren, mit dem Vorteil, dass der finanzielle Schaden um einiges geringer ist, als wenn sie anfangen, in ihrer Firma das zu trainieren. Okay. Beste Frage, wo finden wir mehr über Sie? Irgendeine Domain, Webseite? Was ist Ihr Hauptanlaufpunkt im Internet? Also wir haben für diese 3 Themen, die wir jetzt auch benannt haben, auch 3 zentrale Websites. Wir haben einmal die Website Survicamp. Da ist also alles über die Camps und die Veranstaltung zu finden. Okay. Wir haben dann die 2. große Website, die lautet birkmann.info. Da ist alles zu dem persönlichen Potenzialhandbuch, also auch geeignet für die, die noch nicht in der Berufung sind und wissen, was ist die überhaupt. Und dann haben wir als 3. Website, wer jetzt über mich ein bisschen mehr erfahren will, als Trainer und als Referent, danielschäfer.info. Mhm. Gut, die packen wir natürlich auch in die Shownotes, logischerweise. Gut.
Vielen Dank. Haben Sie noch ein abschließendes Wort für unsere Zuhörer? Enden darf ich mit dem Spruch, den jeder Pfadfinder lernt. Jeder Pfadfinder lernt einen kurzen Satz, sei vorbereitet. Und das wünschen wir Ihnen auch, wirtschaftlich, aber natürlich auch in der Gesamtlage, der wir uns befinden, die immer spannender wird, natürlich auch im privaten Leben. Und meine Aufgabe wird es sein, Ihnen da einige Kategorien und Prinzipien mitzuteilen, dass Sie vielleicht an dem Tag schon einen enormen Lerngewinn haben. Davon gehe ich aus. Alles klar, vielen Dank. Also seien Sie vorbereitet und dann bis dahin. Danke, ciao. Danke, tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse am heutigen Podcast. Zum Abschluss ganz kurz noch drei Punkte. Unter heikohäusler.com/senkrechtstarter finden Sie die Videoversionen, die Shownotes und weitere Informationen zum Thema Senkrechtstarter Podcast. Heiko Häusler mit AEU und normalem S/senkrechtstarter. Ebenfalls auf diesem Blog unter /bewerten, also heikohäusler.com/bewerten, finden Sie Informationen, wie Sie diesen Podcast bewerten können bei iTunes und bei YouTube. Bitte nehmen Sie sich diese paar Sekunden Ihrer Zeit und bewerten Sie diesen Podcast. Jede gute Bewertung sorgt für mehr Hörer und mehr Hörer heißt, dass ich auch immer mehr Gesprächspartner dort gewinnen kann, dass ich auch mehr Zeit investieren kann in diesen Podcast. Das heißt, das wird die Qualität dieses Podcasts weiter erhöhen. Und dann dritte und letzte Information, senden Sie eine SMS an 71117 mit dem Stichwort Senkrechtstarter und Ihre E-Mail-Adresse und Sie erhalten ein kostenloses Infopaket zum Thema Online-Marketing aufbauen. Also 71117 ist die Telefonnummer und schicken Sie eine SMS an diese Nummer mit dem Stichwort Senkrechtstarter und Ihre E-Mail-Adresse. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.